So. Das Spiel ist einfach ein Klassiker. Und es gibt zwei verschiedene Kampagnen, die man spielen kann. Entweder die etwas ruhigere, die ich gerade spiele, oder die des Kriegweges. Und ich denke, beim nächsten Mal spielen wir dann die Kriegsweg-Kampagne, wenn es ein nächstes Mal geben sollte. Okay, schauen wir uns mal um. Da und da sind Wölfe. Da auch. Wir haben die Wölfe schon alle weggemacht. Böse. Naja, alle ist ein bisschen übertrieben, aber viele Leute haben die Wölfe schon weggemacht. Und unsere Jäger hier haben High Ground. Das heißt, wir sind im Vorteil. Nee, aber wenn die Wölfe ankommen, dann wird's böse. Sieht es mit dem Holz aus? Wir haben fast schon zu viel Holz. Kriege ich da unten vielleicht noch eine Schweinezucht hin? Ja. Hier die Fackel haben wir. Beziehungsweise das Signalfeuer. Wie viele Schweine soll ich eigentlich erreichen? Und 10 vom Gemüse. Zusätzliche Rationen. Wie schön. Danke. Ja, ihr bekommt was extra. Okay, das Gemüse ist fast fertig. Mein Huf habe ich. Jetzt fehlen noch die Schweine.
Da passt noch eins hin. Aber mehr wird's nicht. Das ist fast schon zu viel. Dann brauche ich jetzt gleich auch erstmal wieder neue Leute. Da stehen nur noch drei. Vielleicht gleich eine der Holzfällerhütten wegmachen. Hier geht's lang. Wenn er das Holz weggebracht hat, dann... Dann machen wir eins weniger. Immer kurz weg. Jo. Zwei Gäste. Wie die Damen speisen sind. Aber die Schweinproduktion läuft ja jetzt an. Glaube ich. Da kommen noch zwei Schweine. Okay.
So. Ihr Schweine. Fünf Schweine. Ach, ich mag die Melodie. Es wäre schön, wenn jetzt gleich nicht gleich. Alle Schweine wegkommen. Das wäre ganz toll. Das würde ich gerne beobachten. So, da kommt das nächste Gemüse. Drei Schweine sind draufgegangen. Oh Mann, ey. So, dann haben wir wieder sechs Schweine. Müssen wir gleich mal gucken. Oh. Das Mal ist gerade schon im Gange. Hi André. Hi. Ich warte gerade darauf, dass meine Küche hier 10 Schweine in ihrem Lager hat. Und das dauert ein bisschen. Etwas ruhigeres, wo man nicht ganz so viel nachdenken muss. Es gibt ja auch noch eine Kriegskampagne, beim nächsten Mal spielen wir wahrscheinlich die. Aber jetzt gerade ist es besser, wenn ich nicht zu strategisch rangehen muss.
Zumindest fühlt es sich so richtiger an. Das ist auf jeden Fall ultra realistisch, das Spiel. Nein, Spaß. Aber das habe ich früher sehr häufig gespielt. Und das hat mir eigentlich auch immer Spaß gemacht. Nice. Naja, pass auf. Du bist hier der Burgherr. Es geht darum, dass du eine Burg aufbaust. Eine funktionierende Burg. Eine funktionierende Burg benötigt Essen, Bürger, Zufriedenheit und Ehre. Und halt Gold, aber Gold ist jetzt gerade noch nicht in unserem Level erreichbar. Das erste, was du machen musst, ist quasi eine Infrastruktur aufbauen, wo du genügend Materialien bekommst, quasi Holz, je nach Mission. Vorhin hatte ich 4 Holz. 4 Sägegruben, die habe ich aber weggemacht, weil ich nicht mehr ganz so viel Holz brauchte. Das Holz brauchte ich hierfür, um das Signalfeuer fertigzustellen. Und dann geht es natürlich auch darum, dass deine Leute nicht hungern. Weil wenn deine Leute hungern, werden sie unzufrieden und gehen aus der Burg raus. Und ja. Und dann kommt noch dazu, ob du gerade im Krieg bist oder. Wirklich gut gemacht. Ihr habt euch als höchst ehrenhaft erwiesen. Steht auf, mein Ritter. Und ja, das ist halt der König, der da gerade unten eingeblendet wurde. Yay, ich wurde zum Ritter. Ich wurde zum Ritter geschlagen. Sieg. Nächste Mission. Kommt es das, was ich denke? Nun, da ihr Ritter seid, überlasse ich eine weitere Länderei eurer Kontrolle. Dort findet ihr eine Burgruine. Stellt ihren einzigen Glanz wieder her und zieht so schnell wie möglich ein. Zeit bis zur Niederlage 68 Monate. Und unser Burgherr darf nicht sterben. Yay, das ist jetzt auch ausgetrocknet und die Pflanzen spröde gemacht. Ich schlage vor, dass wir uns gegen Feuer schützen und unseren Umzug vorantreiben. Steine können durch Pferdekarren geliefert werden. Wir sind nun im Besitz der benachbarten Länderei. Die Mönche dort werden uns beim Wiederaufbau der zerstörten Burg helfen. Jedoch müssen wir sie mit den dafür benötigten Steinen versorgen. Sobald sich unser Vorratslager mit Steinen füllt, können wir sie ihnen durch einen Fuhrmann überbringen lassen. Dazu müssen wir einen Fuhrmannsposten bauen. Na, ja. Und dann geht's halt darum, dass du noch so Häuser baust, damit deine Leute auch wo wohnen können. Weil umso mehr Leute du halt hier einspannst in Arbeiten, umso mehr Leute brauchst du halt auch Unterschlupf. Eins, zwei, drei, vier, fünf,